Herzlich willkommen zum Lesezeichen im November. Wir sind nur zu zweit. Unser Mitbruder Imam Kadir Sanchi ist leider krank. Ich bin auch etwas angeschlagen. Ich hoffe, meine Stimme hält durch. Aber Rabbiner Andreas Nahama ist hier, Gregor Hoberg, ich bin hier, Sie sind hier. Wir freuen uns, dass wir heute Ihnen was erzählen können zum Thema Umkehr als religiöses Konzept, und da haben wir auch entsprechende Texte und Geschichten dazu rausgesucht, und wir stellen es erstmal vor, wie immer getrennt nach den Traditionen, und Sie können dann Verständnisfragen stellen. Am Ende ist auch die Möglichkeit zu diskutieren oder weitere Fragen zu stellen und ins Gespräch zu kommen. Und dann machen wir es wie immer. Wir beginnen traditionell, historisch mit der ältesten Religion, mit dir, Andreas. Ja, und ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Ich will sozusagen damit beginnen, dass es unterschiedliche Konzepte für Umkehr sogar schon in der Bibel gibt, also in der hebräischen Bibel, was Sie Altes Testament nennen. Das eine Konzept aus den 5 Büchern Moses geht ungefähr so, dass Umkehr dadurch bewirkt wird, dass man ein Sündopfer darbringt. Das kann ein Tier sein oder was auch immer. Und das hat man im Tempel gemacht. Das hat man insbesondere im Tempel gemacht am Yom Kippur-Tag. Da hat man sozusagen ein Tier geopfert und hat auch eins in die Wüste geschickt, das angeblich, in dem alle ihm einen Schlag auf den Rücken gegeben haben, mit den Sünden der Menschen beladen ist, und das hat das in die Wüste getragen. Dort waren die Sünden vergeben. Das zweite Konzept der Umkehr, auch schon in der Bibel, ist der Prophet Jona oder das Buch des Propheten Jona. Da sagt Gott, gibt Gott dem Jona den Auftrag: Geh nach Ninive, der großen Stadt, die sündhaft geworden ist, und predige Umkehr. Also er sollte sie mit Worten sozusagen von ihren Sünden abbringen. Und der Prophet dachte sich, ja, so wie ich Gott kenne, ich trete da auf und predige Umkehr, und Gott vergibt ihnen, und ich stehe dann da als der Mahner, der sozusagen ins Leere predigt. Und statt nach Ninive zu gehen, nimmt er die umgekehrte Richtung und will übers Meer fahren. Dann kommt das Schiff, auf dem er drauf ist, in ein großes Unwetter. Schließlich stellt man fest, dass seinetwegen dieses Unwetter da ist, weil er in die falsche Richtung fährt. Man schmeißt ihn über Bord, er landet im Bauch eines großen Fisches, sendet Gebete empor, der Fisch speit ihn schließlich aus, er landet an Land und macht sich dann doch auf nach Ninive, der großen Stadt, und er predigt Umkehr, und die Stadt tatsächlich tut sich in Sack und Asche und kehrt um, also lässt ab von den Sünden. Und er sitzt unter einem in der Sonne, und es entsteht ein Baum neben ihm, ein schnell wachsender Baum, dem Schatten spendet, und der Baum verdorrt und bricht zusammen. Und er beklagt sich bei Gott, dass dieser Baum nun weg ist. Und dann sagt Gott zu ihm: Du wolltest nicht nach Ninive gehen, um die Leute von der Sünde abzubringen, der großen Stadt. Du klagst über den einen Baum, der in einer Nacht entstanden ist und dann wieder zusammenbricht, und ich soll nicht klagen über den Verlust von Ninive, wenn es nicht so gewesen wäre, dass die Menschen wieder umkehren. Diese Geschichte, das ganze Buch Jona, wird tatsächlich im Yom Kippur-Gottesdienst, also an dem Tag, an dem man Umkehr tun soll, vorgelesen in der Synagoge. Aber die Rabbiner haben sozusagen ein anderes Konzept der Umkehr neben das Opfer gesetzt. Das Opfer wird noch immer erzählt. Es gibt eine große Geschichte, wie der hohe Priester am Yom Kippur-Tag erst für sich, dann für die Leviten und schließlich für das ganze Volk Israel ein Sündopfer dargebracht hat.
das wird erzählt. Aber der eigentliche Kern ist, der Umkehr ist ganz anders geworden. Die Rabbiner sagen, der Sündhafte, der jemand anders verletzt hat, muss zu demjenigen hingehen, den er verletzt hat, und um Verzeihung bitten und Umkehr tun. Und das ist sozusagen das rabbinische Konzept für Umkehr, für Reue, für das Vergeben auch. Also, das heißt dann Uteshuva, also Umkehr, Utefila, Gebet, Utzedaka, das ist wohltätiges Tun, wenden das Böse des Richterspruchs ab, und dem Ganzen liegt zugrunde, dass eben am Yom Kippur alle Menschen vor Gott vorüberziehen und er sie mustert, wie der Hirte seine Herde, die einzelnen Tiere der Herde. Und an dem Tag wird sozusagen bestimmt, wer im nächsten Jahr leben wird und wer sterben wird, wer in Reichtum und wer in Armut, wer in Krieg und wer in Frieden sein wird. Das hat ein bisschen was von Calvinismus, würde ich mal fast sagen. Ist aber nicht so strikt gemeint, weil letztlich kann man diese Umkehr jeden Tag tun. Man kann sich jeden Tag mit seinen Feinden versöhnen und ihnen die Hand entgegenstrecken. Und das ist das rabbinische Konzept der Umkehr. Also nicht mehr ein Opfer bringen, nicht mehr ein Sündopfer, ein Tier in die Wüste schicken, sondern sozusagen auf denjenigen zugehen, mit dem man was auch immer gehabt hat, Händel gehabt hat. Und das Gebet am Yom Kippur-Tag sieht eben so aus, dass man sich tatsächlich auf die Brust schlägt für die Sünden, die man begangen hat, und interessanterweise auch für die Sünden, die man nicht begangen hat, weil man es kollektiv auch für diejenigen macht, für diejenigen, die nicht in der Synagoge sind. Das heißt, die in der Synagoge sind, bitten um Vergebung für sich, haben sie hoffentlich auch in den Tagen davor schon getan. Das sind auch 10 Tage der Buße und der Umkehr vor dem Yom Kippur-Tag, wo man sich eben aussöhnen soll. Und sie schlagen an ihrer Brust nicht nur für ihre eigenen Sünden, sondern auch für die Sünden, die die anderen begangen haben. Und das hat natürlich ein bisschen den Hintergrund, dass die Leute sehr genau geguckt haben. Wenn einer an seine Brust schlägt und sagt, ich habe Ehe gebrochen, dann sagen die, aha, der hat Ehe gebrochen. Aber wenn er doch für alle das tut, dann ist das sozusagen nicht unbedingt sein Schuldeingeständnis, sondern das Schuldeingeständnis für die ganze Gemeinde. Und das ist das jüdische Konzept, wie es heute praktiziert wird. Das heißt, die alten Formen werden noch erzählt, im Gottesdienst erzählt. Die zweite biblische Form, die Jona-Geschichte, wird auch vorgelesen und erzählt. Und das dritte, das rabbinische, also das dann neueste, das nach der Zerstörung des Tempels sozusagen aufgekommen ist, das wird praktiziert. Und Klammer auf und Klammer zu, ein ähnliches Konzept der Umkehr, wie die Rabbiner das dann entwickelt haben, also weg von den Opfern und von dem formalen, von der formalen Umkehr, hat, glaube ich, auch das Christentum entwickelt. Also jetzt bist du dran. Ja, kann ich gleich was zu sagen, aber vielleicht gibt es noch direkt Verständnisrückfragen zu dem, was du gesagt hast. Ja. Gibt es irgendwie... Aber vielleicht auch nachher, wir können das auch nachher machen. Ja? Ja, ich weiß nicht genau, auf was du anspielst, aber was es ja gibt, ist, dass es in vielen Gottesdiensten, dass im Eingangsteil ein Schuldbekenntnis gesprochen wird, was in gewisser Weise sozusagen die Voraussetzung ist dafür, dass man dann am Ende des Gottesdienstes Abendmahl gemeinsam feiern kann. Also man gesteht ein, wo man sich geirrt hat oder gefehlt hat, bittet Gott um Erbarmen und kriegt dann die Gnade Gottes zugesprochen in einem Votum, und beim Abendmahl kann man dann wieder sozusagen am Tisch des Herrn Platz nehmen und Teil der Gemeinschaft sein. So, das ist
Das wird so aber nur noch sehr selten praktiziert. Also hier im Berlin-Brandenburger Raum gibt es nicht mehr viele Kirchen, wo das Schuldbekenntnis am Anfang des Gottesdienstes gebetet wird. Ich weiß, dass es im Dom, im Berliner Dom gemacht wird, aber es ist eher die Ausnahme, weil man, also es hat natürlich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun und damit, wie man sich als Religion in dieser Gesellschaft positioniert. Und es gibt und gab viele Theologen, die meinten, man geht im Grunde an dem Umkehrverständnis des Neuen Testaments, der Bibel vorbei, wenn man den Menschen erstmal als Sünder empfängt, sondern man sollte ihn erstmal empfangen, wie er ist, in einem mehr positiv ausgerichteten Sinne. Und dadurch ist es so nach und nach weggekommen oder verloren gegangen, dieses Schuldeingeständnis, und reduziert sich auf die Anrufung des Gottes um die Bitte um sein Erbarmen. Also es Kyrie oder erbarme dich, Herr. Das findet man in fast allen Gottesdiensten. Und das ist dann oft verknüpft mit so Gedanken darüber, was uns von Gott trennt. Das passt, finde ich, so, wenn man es ein bisschen öffnet und nicht nur auf die Schuld bezieht, ganz gut zu dem, was das Neue Testament hergibt. Es gibt zwei zentrale Geschichten dazu. Die eine ist sehr prägend geworden für dieses alte Verständnis, für dieses, ich bin ein Sünder, ich bereue meine Taten und komme so wieder zu Gott. Das knüpft an das Auftreten des Johannes des Täufers. Johannes der Täufer ist ja sozusagen Jesus vorweggegangen in der Tradition und mit ihm beginnt auch mit seinem Auftreten das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium. Und da heißt es von Johannes dem Täufer, Markus 1, Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen im Jordan. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und mit einem ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, dass ich mich bücke und die Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich taufe euch mit Wasser, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist die älteste Überlieferung zu Johannes dem Täufer. Er tritt also prophetisch auf. Es wird in den anderen Evangelien noch ausgeschmückt, dass er sagt, ihr habt euch verrannt, bekehrt euch, bereut, dann kommt er wieder zu Gott. Und ich mache den Weg bereit für Jesus, der dann mir nachkommt, der viel wichtiger ist, aber der dann diesen Weg weiterführt, diesen neuen Weg, den ihr jetzt einschlagen könnt. Und dieser Johannes, Sie haben gehört, wie er hier geschildert wird, er ist so ein bisschen so ein Einsiedler, er lebt wahnsinnig asketisch, nur das, was die Natur ihm liefert. Er isst Heuschrecken, er hat ein Kamelhaarfell umgekleidet, also alles sehr asketisch und spartanisch und dann verbunden mit dem Ruf zur Reue und zur Umkehr und dann irgendwie in einer Höhle am Jordan leben. Das wirkt natürlich alles ein bisschen düster und grimmig. Und im Grunde war die ganze Buß- und Reue-Lehre der Kirche auch sehr düster über Jahrhunderte, muss man sagen. Sie arbeitete auch viel mit Drohung, so nach dem Motto, wenn ihr nicht umkehrt, dann landet ihr in der Hölle. Dabei steht es hier gar nicht. Im Gegenteil. Also man könnte es meinen, man hört es vielleicht sogar, weil es Bilder gibt, die sowas vermitteln, weil die Tradition das lange so verknüpft hat, aber es steht hier gar nicht. Es steht im Gegenteil sogar bei Matthäus, dass Johannes der Täufer zur Buße aufruft, weil das Himmelreich nahe ist. Also das Gegenteil. Er droht gar nicht mit der Hölle, sondern er verheißt was ganz Positives. Das große Glück, das gelingende Leben des Himmelreichs ist nahe. Und darum sollt ihr umkehren, um dahin zu kommen. Diesem Grundsatz viel näher kommen drei sehr bekannte Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, um zu erzählen oder um darzustellen, was für ihn Umkehr bedeutet. Ich mache noch einen kleinen Sprung zurück zu der Situation, wie Menschen sozusagen Umkehr erleben können. Weil, dass es überhaupt diese Umkehrkonzepte in den Religionen gibt, hat ja damit zu tun, dass es auf der anderen Seite ein Bedürfnis gab, dass Menschen das Bedürfnis hatten,
in bestimmten Lebenssituationen oder auch Gesellschaften etwas zu verändern. Und das ist ja heute nicht anders. Also ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Jeder kennt so eigene Situationen, wo man das Gefühl hat, also so kann es jetzt nicht weitergehen. Ich muss hier irgendwas anders machen. Ich muss umdrehen. Ich muss die Sachen neu bedenken, neu ansetzen. Also bei mir war es vor 10 Jahren, glaube ich, weiß gar nicht, wie lange es her ist, ungefähr so. Ich habe einfach viel zu viel gearbeitet und habe das zu spät bemerkt und war dann entsprechend ausgebrannt und habe gedacht, nee, so, das geht einfach so nicht weiter. Ich muss was verändern. Ich muss im besten Sinne umkehren, nochmal neu darüber nachdenken, wie ich es anders aufsetzen kann. Und gesellschaftlich ist es sehr, sehr ähnlich. Immer wieder geraten gesellschaftliche Entwicklungen in Sackgassen. Also wenn man nur mal blickt auf die Gewalt- und Kriegslogik, die jetzt so beherrschend ist, dass man davon ausgeht, dass man mit mehr Waffen Frieden herbeiführen oder herbeibomben kann. Da fragt man sich auch, wann kommt es an ein Ende? Ja? Wo ist da die Sackgasse? Und wenn man in der Sackgasse ist, wie kommt man zu neuen Wegen? Wie kann man nochmal einen neuen Pfad zum Frieden finden? Und ganz aktuell, und er hatte auch ausdrücklich das sozusagen unter die Überschrift Umkehr gestellt, vor einem Monat, am 4. Oktober, hat der Papst Franziskus eine neue Enzyklika, also so ein Lehrschreiben, das dann für die ganze Kirche gilt, verfasst. Das heißt Laudate Deum, also eigentlich nur Lob Gott. Aber das Ganze ist eine ausführliche Beschreibung der Sackgasse, in die die Menschen kommen, indem sie den Klimawandel nicht stoppen können. Und er ruft also nochmal massiv dazu auf, das genau anzugucken, ernst zu nehmen, um umzukehren und sozusagen die Schöpfung Gottes, zu der man die Verbindung verloren hat, wieder als Schöpfung Gottes wahrzunehmen und sich entsprechend zu verhalten und sein Leben und die gesellschaftlichen Entwicklungen so zu verändern, dass die Natur erhalten bleibt. Also da auch ganz zentral gesellschaftliche Umkehr. Etwas persönlicher ist die Ausrichtung, die hinter den Gleichnissen steckt, die Jesus erzählt zu dem Thema und die prägend geworden sind seit vielen, vielen Jahrhunderten und jetzt wieder viel stärker noch als zu Beginn der kirchlichen Entwicklung. Es sind 3 Geschichten vom Verlorenen. So sind sie bekannt, so werden sie genannt. Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn. Der Titel ist schon irreführend, der steht auch gar nicht in der Bibel, der ist sozusagen nachträglich hinzugefügt worden, weil dass es etwas verloren ist, ist gar nicht der Kern des Ganzen. Aber dazu komme ich noch. Ich lese mal die ersten beiden vor, die sind sehr kurz. Im Lukas-Evangelium 15. Kapitel. Es nahten aber zu ihm allerlei Sünder und Zöllner, die Jesus hören wollten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die auch dabei standen, sprachen, dieser nimmt die Sünde an und er isst auch noch mit ihnen. Da sagte Jesus zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und so er davon eines verliert, der nicht die 99 lasse in der Wüste und hingehe, nach dem verlorenen Schaf zu suchen, dass er es finde. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Achseln mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder, welche Frau ist es, die 10 Groschen hat, so sie einen verliert, die nicht ein Licht anzünde und kehre das Haus von oben bis unten und suche mit Fleiß, bis sie ihn finde. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Also, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das sind die beiden ersten kurzen Geschichten. Und dabei wird schon sehr deutlich, zum einen die Verknüpfung mit der jüdischen Tradition. Du hast ja auch gesagt, dass es darum geht, man steht vor Gott wie vor einem Hirten und der sortiert seine Schafe. Und hier geht es auch um Jesus als den guten Hirten. Ein Schaf ist verloren.
Und er rettet es. Und das Interessante ist, dass es gar nicht so sehr darum geht, wie das Schaf oder der Groschen sich verhalten. Die können sich gar nicht verhalten. Das kleine Schäfchen wird nicht zurückfinden, der Groschen wird auch nicht umkehren können. Das Entscheidende ist, dass es, um das Gleichnis zu übertragen, dass Jesus oder dass Gott einen findet. Und Gott, das ist die Aussage dahinter, hat einen immer schon gefunden. Wir müssen es nur irgendwie wahrnehmen und uns damit auseinanderzusetzen. Also wenn man umkehren will, geht immer die Erkenntnis voraus oder das Wahrnehmen dessen, dass man schon gefunden ist, dass Gott schon da ist, dass er einen schon liebt, dass er schon an seiner Seite steht. Um das nochmal zu verdeutlichen, erzählt er dann eine Geschichte, die unter Menschen spielt, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere unter ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir das Teil der Güter, das mir gehört, mein Erbteil. Und der Vater teilte dem Jüngeren sein Erbteil zu. Nicht lange danach sammelte der Jüngere alles zusammen und zog ferne über Land. Und da brachte er sein Gut durch, indem er es verprasste. Als er nun all sein Erbgut verzehrt hatte, ward eine große Teuerung, eine Inflation durch dasselbe ganze Land gegangen und er fing an zu darben und ging hin und suchte sich Bürger in dem Land, um Arbeit zu finden. Und am Ende fand er Arbeit bei einem Bauern und schickte sich an, seine Säue zu hüten. Er hatte aber viel zu wenig Lohn und es hungerte ihn. Und so begehrte er, seinen Bauch zu füllen mit dem Futter der Säue. Aber niemand gab es ihm. Da schlug es in ihm und er sprach zu sich selbst, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben, und ich darbe hier Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch von ferne war, sah ihn der Vater, und es jammerte ihn, und er lief ihm entgegen und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater wollte davon nichts hören, sondern sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Kleid hervor und tut es ihm an. Gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das Kalb, das wir gemästet haben, und schlachtet es. Lasset uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein und gemeinsam ein großes Fest zu feiern. Also auch hier wieder, der Sohn ist verloren, aber ihm kommt die Erkenntnis, dass er irgendwie, dass es so nicht gut ist. Und er erinnert sich daran, dass es für ihn eine Heimat gibt, dass es einen Ort gibt, zu dem er zurückkehren kann. Also das gilt ja so im christlichen Glauben für jeden Menschen. Jeder Mensch hat schon seine Heimat, hat ein Zuhause in Gottes Liebe. Und hier erinnert er sich an seinen Vater und kehrt um und geht zurück. Aber auch hier ist es so, dass er gar nicht den Weg bis dahin machen muss, sondern dass der Vater ihm entgegenläuft, ihn schon in der Ferne sieht und sich einfach nur freut, dass er wieder da ist. Er muss nichts tun, er braucht nicht irgendwie, er macht es zwar, er sagt, er will gar nicht, weil er so ein schlechtes Gewissen hat, aber er müsste gar nichts tun. Er muss keine Leistungen hervorbringen, er muss nicht irgendwie eine Tat vollbringen, damit er zurückkommen darf. Er kommt zurück und wird empfangen und der Vater freut sich einfach nur und richtet ein Fest aus und ist froh, dass der Sohn wieder da ist. Also das ist sozusagen die Idee von der Umkehr im jesuanischen Sinne. Und wenn man sich das so anhört, dass im Zentrum sagen die Freude steht darüber, dass man schon einen Platz im Himmel hat und dass es immer darum geht, wenn man in eine Sackgasse kommt oder sich nicht gut fühlt, dahin sich wieder zurückzufinden, zurückzuwenden, sich daran zu erinnern,
dann finde ich, um auf den Anfang zurückzukommen, die Entwicklung, die liturgische, ein bisschen wegzukommen von diesem Schuldeingeständnis, sehr nachvollziehbar. Die Geschichte vom verlorenen Sohn geht doch weiter. Es gibt ja noch den zweiten Sohn, das lese ich jetzt nicht vor, es führt ein bisschen in eine andere Richtung. Der ist im Grunde dann auch verloren, weil er kann damit gar nicht umgehen, dass er die ganze Zeit dem Vater geholfen hat und für ihn da war und fleißig war, während der andere sein Erbe verprasst hat. Und nun wird für ihn ein Fest gefeiert, während der die ganze Zeit da war, für den wird kein Fest gefeiert. Da ist er natürlich entsprechend sauer. Aber der Vater schafft es auch, mit ihm zu reden und ihm klarzumachen, du warst doch die ganze Zeit hier zu Hause sozusagen übertragen im Himmelreich. Du hattest es doch die ganze Zeit gut. Und jetzt brauchst du eigentlich nur noch mitzufeiern und alles ist gut. Und dann feiert er auch mit. Soweit zum christlichen Umkehrverständnis. Danke, dass Sie da waren.